wann man isst, ist genauso wichtig wie das, was man isst. Zirkadiane Rhythmen sind in jedem Molekül enthalten und heute erfährst du, wann du genau essen musst, um das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Guten Morgen! In fast jeder deiner Körperzellen ist eine molekulare Uhr enthalten und diese Uhr wird vom suprachiasmatischen Nukleus gesteuert und reguliert all deine körperlichen Funktionen. Im Salk Institute for Biological Studies, also im Salk Institut für biologische Studien, hat man sich das Ziel gesetzt, diese molekularen Uhren und deren Wirkung auf unsere Gesundheit genau zu untersuchen. Was mittlerweile schon völlig klar ist, ist, dass wenn wir von unserem natürlichen Rhythmus für Essen und Schlafen abweichen, dann schaden wir nachhaltig unserer Gesundheit. Wie sehr und wie du das durch ein paar clevere Tricks verhindern kannst, das will ich dir heute zeigen. Die größte und einflussreichste Gesundheitsorganisation der Welt, die WHO, hat nun Schichtarbeit als karzinogen eingestuft. Das bedeutet im Klartext, jeder, der in Schichten arbeitet, erhöht sein Krebsrisiko. Wie aber nun Dr. Emily Manoogian und ihr Team herausgefunden haben, schadet der falsche Zeitpunkt beim Essen und Schlafen auch dem Herz-Kreislauf-System und dessen grundsätzliche Schwächung, ja, die Todesursache Nummer 1 ist, und dem Stoffwechsel, was in Erkrankungen wie Diabetes endet, und auch psychologische Störungen sind Ergebnis von einem Abweichen des natürlichen Rhythmuses vom Schlafen und vom Essen. Und das ist ja alles, das sind ja alle Krankheiten. Und wir haben weiter herausgefunden, dass wenn man einfach nur den Zeitpunkt des Essens und des Schlafens innerhalb dieser zirkadianen Rhythmen hält, hat das sofortigen positiven Einfluss auf die Insulinsensitivität, die Glukoseregulation und ist mit 5% Gewichtsverlust verbunden, so denn man das mindestens 6 Wochen durchführt. Lass uns konkreter werden. Der Körper hat zwei natürliche Einflussfaktoren, die das ganze Körpersystem in oder außerhalb seines natürlichen Rhythmuses halten. Und das ist Essen und Licht. Fangen wir mit dem Licht an. Das Sonnenlicht ist nicht nur für die Vitamin D Produktion von Bedeutung, sondern es ist Grundlage für das Leben auf unserem Planeten. Lichtentzug ist sogar als Foltermethode eingesetzt worden. Mit dem Beginn des Morgenlichts steigert sich auf natürliche Weise unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit. Und abends, wenn es dunkel wird, wird Melatonin gebildet, was uns müde macht und den Stoffwechsel verlangsamt. Aber in der heutigen Zeit arbeiten ca. ein Fünftel der Menschen in Schichtarbeit, damit jeder alles und immer zur Verfügung hat. Die Entlohnung der Schichtarbeiter steht in keinem Verhältnis zur gesundheitlichen Schädigung. Aber auch freiwillig pervertieren wir unseren natürlichen Rhythmus, indem wir zum Beispiel abends zu viel blaues Licht konsumieren, wie vor dem Computer. Was können wir dagegen tun? Offensichtlich, uns um eine Arbeit kümmern, die zur Tageszeit stattfindet, und abends vor dem Computer zum Beispiel eine dieser neuen Computerbrillen benutzen, die das Blaulicht wegfiltert. Die beste, die es gibt, die habe ich dir unten mal verlinkt. Generell ist es nicht so entscheidend, ob du schon um 9 oder erst um 12 ins Bett gehst, aber du solltest deinem Körper nicht künstlich Bedingungen, sei es erzwungen auf Arbeit oder freiwillig vor dem iPad oder vom Computer, aussetzen. Für zu Hause noch der Tipp, wer sich die Brille nicht leisten kann, der kann auch ein kostenloses Programm nutzen, das nennt sich F.Lux, welches dann das Blauspektrum aus dem Bildschirm herausfiltert. Kommen wir zum Essverhalten, zum natürlichen Essverhalten. Der Körper braucht zwingend 12 Stunden Fastenzeit, um negative Ausgleichsmechanismen und damit chronische Schädigungen zu verhindern. Noch besser laut diversen, auch hier auf dem Kanal schon vorgestellten Quellen, sind 16 Stunden Fastenzeit. Das bedeutet, das Essen sollte sich innerhalb idealerweise von 8 bis 12 Stunden vollziehen. Umso weniger, umso besser. Es muss auch nicht unbedingt eine Mahlzeit pro Tag sein, was definitiv für Blutzucker und generelles Wohlbefinden die bessere Alternative langfristig ist, aber lass doch zum Beispiel einfach mal das Frühstück oder das Abendessen weg. Das dürfte bei den meisten Menschen völlig ausreichen. Ihr müsst nicht weniger Kalorien zu euch nehmen, ihr solltet es einfach nur ein bisschen mehr komprimieren. Also anstatt sich jetzt unbedingt zwangsläufig über Gedanken zu machen, was man isst, kann man schon erhebliche gesundheitliche Vorteile erreichen, indem man innerhalb von 8 Stunden alles isst, was man braucht. Was das individuell ist, das ist ein ganz anderes Thema.
Man hat auch noch herausgefunden, dass es noch optimaler ist, nur dann zu essen, wenn es draußen hell ist. Auch das macht vor dem Hintergrund des natürlichen Rhythmus Sinn. Weiterhin solltest du 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen auch nichts essen, sodass der Körper in der Ruhe- und Regenerationsphase, die sich nachts befindet, nicht unnötig mit Verdauung belastet ist. Und dazu zählen eben auch Getränke. Das bedeutet, abends mal ein Bier oder ein Wein und das einfach so, oder von mir auch eine Cola oder ein Orangensaftgetränk zum Standard zu machen, das ist durchaus für unsere Gesellschaft normal, abends mal was trinken. Aber das entspricht nicht unserem natürlichen, gesunden Ernährungsrhythmus. Es ist auch absolut verständlich, wenn ich jemand die ganze Woche abbuckeln sehe, im Schichtdienst womöglich noch, dass ich dann Verständnis habe, dass er am Wochenende mal etwas abfeiern will oder die Sau rauslässt und einfach abends bis in die Puppen macht und von mir aus auch Alkohol trinkt oder früh sehr lange schläft. Kann ich alles nachvollziehen. Aber hier erkennst du wunderbar, wie ein Fehlverhalten, also das falsche berufliche Umfeld, das andere nach sich zieht. Und man wirklich nur ganzheitlich gesunden kann. Und das bedeutet, sich wirklich darum zu kümmern, dass die eigene Arbeit im Einklang mit seinen persönlichen Bedürfnissen stattfindet. Natürlich bedeutet das oft Einschnitte im Einkommen oder eine Beschneidung der eigenen Komfortzone. Aber aus meiner Erfahrung wissen viele Menschen gar nicht, wie gut sich Leben anfühlen kann. Wenn sie wüssten, wie viel besser sie sich fühlen würden, wenn sie endlich anfangen würden, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, dann würden sie es sofort tun. Aber es fehlt einfach die Erfahrung. Sie verdienen lieber viel zu viel Geld, um es für künstlich erzeugte Bedürfnisse auszugeben, die sie nicht glücklich machen, sondern nur dafür sorgen, noch mehr zu arbeiten. Konsumkreisläufe aus Angst vor fehlender Anerkennung oder gesellschaftlicher Ausgrenzung entstehen dabei. Da sind meine ersten beiden Bücher, dieses vegane Welt für wenig Geld und Rohkost für Lowkost, eine richtige Herzensangelegenheit für mich gewesen. Ich zeige dir, wie man sich für 50 bis 140 Euro monatlich problemlos, gesund und vollwertig, genussvoll ernähren kann. Links dazu findest du immer unten in der Infobox. Booste dein Leben, indem du in einen natürlichen Rhythmus kommst und den körpereigenen Bedürfnissen mehr Rechnung trägst als den Bedürfnissen der Unternehmen und der Gesellschaft und die sie in dich auch eingepflanzt haben, wo du denkst, das sind meine eigenen. Lernen, was Konditionierung ist, was Intuition. Es gibt so viele spannende Dinge und dafür ist auch dieser Kanal da. Finde deinen Raw Spirit. Dein Samen.